Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medien, ein schwedischer Politiker verbrennt unser heiliger Buch, Koran, und will damit gezielt provozieren und für Unruhe sorgen. Das zu verurteilen ist wichtig und ich verurteile das auch. Ich bin Muslim und Schweizer Politiker, kein schwedischer Politiker, Schweizer Politiker. Ich werde, wie es im Koran heißt, Böses mit Gutem vergelten oder reagiere auf das Böse mit Gutem. Als Schaffhauser Politiker und Muslim möchte ich ein Zeichen für unser friedliches Zusammenleben setzen und überreiche dieses Blumenstrauß an Pfarrer Herr Vogelsanger. Heute möchte ich an alle Mitbürger appellieren. Lasst euch nicht provozieren und lebt Frieden zusammen im Frieden. Danke. Ich nehme die Blumen gerne an. Ich hätte mir ein fröhliches Ereignis gewünscht. Auch wir verurteilen den barbarischen Akt aufs Tiefste. Heilige Schriften sind heilig, gleich welcher Religion das sie sind. Ich möchte den Christen sagen, dass wer den Koran missachtet, auch die Bibel missachtet. Weil die Bibel ist im Koran enthalten. Jesus Christus wird sehr wohlwollend im Koran erwähnt und geehrt. Und wenn wir den Koran nicht ehren, dann ehren wir Jesus Christus nicht. Für alle die die Bibel nicht kennen. Und den Muslim möchte ich sagen, soweit ich weiss, steht auch im Koran der Satz, dass der Drache Gott gehört und nicht uns Menschen. In diesem Fall sollen wir sie auch Gott überlassen. Super. Danke vielmals.